Moin moin, hier ist Alex. Im heutigen Video geht es um das Thema Kadenz. Was das ist, wozu ihr das braucht und was ihr damit anfangen könnt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Die Kadenz gibt an, wie schnell eine Wiederholung einer Übung ausgeführt wird. Normalerweise wird die Kadenz mit 3 Ziffern angegeben, wobei die erste die Dauer der positiven Bewegung in Sekunden angibt, die zweite die Haltezeit an der Stelle der größten Muskelspannung in Sekunden und die dritte die Dauer der negativen Bewegung in Sekunden. Ich bevorzuge die Angabe der Kadenz mit 4 Ziffern. Die erste steht wieder für die Dauer der positiven Bewegung, die zweite steht für die Haltezeit nach der positiven Bewegung, die dritte für die Dauer der negativen Bewegung und die vierte für die Haltezeit nach der negativen Bewegung. Das hat die Vorteile, dass jeder genau weiß, wann er wo wie lange halten und bewegen soll, auch wenn er keine biomechanischen Kenntnisse hat und nicht weiß, wo der Punkt der größten Muskelspannung ist. Außerdem ist es dadurch möglich, verschiedene Haltezeiten in eine Übung einzubauen. Die Ausnahme bilden Übungen, bei denen sich die Körperlage ändert, also zum Beispiel von aufrecht vertikal über horizontal zu Überkopf vertikal, wie es zum Beispiel bei Front Lever Raises oder Skin the Cat der Fall ist. Bei diesen Übungen wird die Haltezeit immer in der horizontalen durchgeführt, weil dort der größte Hebel und somit der größte Widerstand vorliegt. Die Kadenz hat einen kleinen Einfluss auf die Intensität einer Übung, indem man dadurch das Verhältnis zwischen konzentrischer und exzentrischer Bewegung verändern kann. Da man exzentrisch mehr Widerstand überwinden kann, wird eine Übung durch ein Verhältnis zugunsten der exzentrischen Bewegung ein wenig leichter und umgekehrt intensiver. Der Einfluss ist aber sehr gering und um die Intensität wirklich zu verändern, sollten zuerst andere Parameter verändert werden. Durch die Veränderung der Kadenz kommt es automatisch zu einer Veränderung der maximal möglichen Wiederholungsanzahl, was aber nicht wirklich wichtig ist, da die Zeit unter Spannung der ausschlaggebende Faktor für die Zuordnung zu einem Intensitätsbereich ist. Im linken Bild mit einer Kadenz von ca. 1:01 werden 7 Wiederholungen ausgeführt und im rechten 2 Wiederholungen mit der Kadenz 1:2:3. Die Time under Tension, also die Zeit unter Spannung, liegt zwar bei beiden bei ca. 12 Sekunden, aber die Anzahl der konzentrischen Kontraktionen ist im linken Bild höher. Damit ist auch die Intensität ein wenig erhöht und die maximal mögliche Time under Tension theoretisch ein wenig geringer. Der Vorteil von langsamer ausgeführten Bewegungen ist aber, dass die Qualität gesteigert wird und die Übung wirklich sauber ausgeführt wird. Damit kann die Intensität wieder steigen und man kann insgesamt auf eine höhere Intensität kommen. Es kann durchaus sinnvoll sein, die Kadenz einer Übung immer mal zu variieren, um unterschiedliche Trainingsreize zu setzen. Generell ist es aber für den Trainingsreiz sinnvoll, die konzentrische Bewegung schnell und explosiv auszuführen und die exzentrische langsam. Wenn dazu noch eine kurze Haltezeit eingebaut wird, hat man die vorteilhaftesten Ausführungsvarianten in einer Wiederholung kombiniert. Man sollte nur darauf achten, dass der Anteil der konzentrischen Bewegung nicht zu sehr reduziert wird. Ich finde daher eine Kadenz von 1:2:3 am sinnvollsten. Probiert im Training einfach mal ein wenig mit der Kadenz zu experimentieren. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Bis bald, Alex.